Ja, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie vom Nationaltheater Mannheim ganz herzlich. Leider war es heute nicht möglich, Publikum vor Ort zu haben. Aber Sie können während der Podiumdiskussion Ihre Frage auf dem Chat, rechts von dem Screen normalerweise, Ihre Frage darstellen, sowohl auf Deutsch auch als auch auf Französisch. Die Situation, die wir seit dem Frühjahr 2020 erleben, ist einzigartig. Selbst ältere Generationen haben die Einschränkung ihrer Grundrechte noch nicht erlebt, zumindest nicht in dieser Dimension. Aber was ist Freiheit und welche meinen wir während einer Pandemie? Welche Rolle kann die Philosophie in dieser Situation spielen und welche Fragen kann sie bringen? Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Institut Français Mannheim, dem Verband Region Rhein-Neckar, dem Centre Interdisciplinaire de la Recherche sur les Langues et la Pensée der Universität de Reims, der Ernst-Plotz-Zentrum der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Arte, Nationaltheater Mannheim, dem Goethe-Institut Mannheim und wir danken unseren Kooperationspartnern sehr herzlich. Wir danken auch dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds, der diese Veranstaltung gefördert hat. Okay, vielen Dank, liebe Virginie. Sie werden sich vielleicht fragen, warum der Verband Region Rhein-Neckar Partner dieser Veranstaltung ist. Denn eigentlich ist unser Geschäft eigentlich die Regionalplanung und Regionalentwicklung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Aber dazu gehört eben auch die Zusammenarbeit mit ganz vielen Akteuren und Kooperationspartnern in der Region. Und deshalb freuen wir uns, dass wir schon seit einigen Jahren viele schöne Veranstaltungen gemeinsam mit dem Institut Français gemacht haben. Und in diese Reihe wird sich auch die heutige Veranstaltung ganz bestimmt prägnant einreihen. Es wurde schon von Virginie kurz angesprochen, die Corona-Pandemie wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Wir merken es bei uns in der Region auch, sei es im Verkehr, im Mobilitätsverhalten, sei es im Einzelhandel, im Einkaufsverhalten, die entsprechenden Konsequenzen für die Innenstädte, Neubewertung von Lebenssituationen in Stadt und Land, also ein ganz umfassendes Konsequenzenpaket, sage ich mal. Und insbesondere auch natürlich im Bereich der Kultur. Zuvorderst tief betroffen sind natürlich die Akteure selber, die Kulturschaffenden und alle, die in dem Kulturbetrieb mitarbeiten und involviert sind. Nicht zuletzt aber auch Bürgerinnen und Bürger als Konsumenten von Kultur. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass es heute möglich ist, Ihnen dieses am zweiten Advent dieses Kulturerlebnis quasi nach Hause ins Wohnzimmer zu anbieten zu können. Natürlich hätten wir es gern hier vor Ort gemacht, aber so dank Digitalisierung und dank Digitalkompetenz, die wir nun alle erworben haben, haben wir wohl Möglichkeit, ein sehr viel größeres Publikum heute ansprechen zu können. Und es ist auch das zum Abschluss ein Geschenk, so haben wir es uns vorgestellt heute, an die vielen Akteure in Kommunen und in Vereinen, die sich schon seit vielen, vielen Jahren für deutsch-französische Kommunalpartnerschaften engagieren. Ihnen wollen wir das heute ermöglichen, zusammen mit Ihren französischen Partnern hier ein, zwei Stunden über dieses wichtige Thema sich zu informieren, gerne auch mitzudiskutieren. Und das ist auch nur möglich, weil wir tolle Übersetzungen haben. Deswegen ganz herzlichen Dank schon vorab an die Übersetzerinnen hier vor Ort und auch an den Deutsch-Französischen Bürgerfonds, der das ja auch finanziell mit der Möglichkeit. Und mit dem Dank verbindet sich ganz generell in der Region Rhein-Neckar, heute ist internationaler Tag des Ehrenamtes. Dank an alle Ehrenamtlichen in Kommunalpartnerschaften und woanders. Und jetzt gebe ich gerne das Wort weiter an Monsieur Niklas. A vous la parole. Merci beaucoup et tous mes remerciements. Vielen Dank. Danke an das Institut Français Mannheim dafür, die Initiative zu dieser Veranstaltung ergriffen zu haben. Vielen Dank an den Deutsch-Französischen Bürgerfonds, der uns unterstützt hat. Vielen Dank auch dem Verband Rhein-Neckar für seine Unterstützung und großes Dankeschön an das Nationaltheater Mannheim. Ein hervorragender Ort für diese Debatte, denn schon Schiller hat ja die Frage der Freiheit in den 1780er Jahren im alten Nationaltheater an anderer Stelle selbstverständlich erwähnt hat. Und insbesondere ein großes Dankeschön an den Moderator, an die Podiumsteilnehmer für ihren Einsatz,
für den Dialog über die Freiheit in Zeiten der Pandemie. Warum arbeiten wir zusammen zwischen Mannheim und Reims? Da gibt es eine gut etablierte Zusammenarbeit zwischen den beiden universitären Einrichtungen, der Universität Mannheim einerseits und der Universität de Reims auf der anderen. Diese hervorragende Zusammenarbeit trägt Früchte. Und daher haben wir heute die große Freude und Ehre, an dieser philosophischen Matinée teilzuhaben. Vielen herzlichen Dank allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Ernst-Bloch-Zentrums der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Dieses Projekt hätte nicht realisiert werden können ohne die Zusammenarbeit der Partner, Förderer und Unterstützer, die bereits namentlich genannt wurden und denen auch ich sehr herzlich danke. Ich danke Frau Professor Hühn und Herrn Professor Teretschenko dafür, dass sie aus Freiburg und aus Reims nach Mannheim gekommen sind. Und ganz besonders danke ich der Direktorin des Institut Français Mannheim, Frau Jouot Neutat. Sie hat vor ungefähr einem halben Jahr mit mir Kontakt aufgenommen und das Ernst-Bloch-Zentrum mit ins Boot genommen. Die inhaltlichen Anknüpfungspunkte des Ernst-Bloch-Zentrums für dieses Projekt liegen nahe. Alle Freiheit macht sich kenntlich als Findung, schreibt Ernst Bloch, nicht als Verlust unserer selbst und des Unseren. Sie macht sich kenntlich als gemeinsames Glück, nicht als einsames Unglück, als Zugehörigkeit und Haus, nicht als Losgelassenheit und Unbehaustsein in ohnehin bestehender Entfremdung. Zitat Ende. Philosophisch, aber auch biografisch war Ernst Bloch mit dem Thema Freiheit sehr beschäftigt. 1885 in Ludwigshafen geboren, war er aufgrund seiner Überzeugungen und wegen seiner jüdischen Herkunft immer wieder gezwungen, den Lebensort zu wechseln, ins Exil zu gehen. Er hat zwei Diktaturen kennengelernt, das nationalsozialistische Deutschland und die DDR, aus der er dann 1961 wiederum in den Westen floh. Die Philosophie hat noch nie an nationalen Grenzen gemacht und ich denke, mit dieser heutigen Veranstaltung wollen wir auch suggerieren, dass eine große Krise wie die Corona-Pandemie nicht national, sondern nur auf europäischer und internationaler Ebene zu lösen ist. Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Dietrich Brandz als Moderator gewinnen konnten und darf ihn auch kurz vorstellen. Herr Brandz hat im Ernst-Bloch-Zentrum bereits häufig moderiert, insbesondere unsere beliebte Reihe Talk by Bloch Live. Er studierte Philosophie, Soziologie, Rhetorik und Kommunikationswissenschaften in Tübingen, München und Paris, ist Autor von Radiofeatures, Moderator und Redakteur, derzeit Redaktionsleiter von SWR2 Kultur Aktuell. Und er ist nicht zuletzt deswegen der ideale Moderator dieser Veranstaltung, weil er kürzlich das Hörspiel Corona-bedingt psychosoziale Symptome einer Krise geschrieben und selbst gesprochen hat. Das ist ein Corona-Tagebuch in 33 Folgen, was eben die Corona-Krise reflektiert aus der Quarantäne eines Ich-Erzählers. Das Hörspiel ist als Podcast in der ARD-Audiothek immer noch abrufbar. Und an dieser Stelle danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf direkt dann Herrn Brandz das Wort übergeben. Vielen Dank. Ja, haben Sie vielen Dank, Frau Amodeo, für diese freundliche Einführung. Bonjour, Mesdames et Messieurs, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Podium im Nationaltheater in Mannheim. Ich grüße alle, die an Bildschirmen zu Hause uns zuschauen, vielleicht auch unterwegs auf einem Tablet. Wir sitzen hier zu dritt auf einer Bühne. Der Zuschauerraum ist fast leer.
quasi leer. Vor Ort ist kein Publikum. Ich will deshalb ganz kurz skizzieren und etwas sagen zu der Situation, unter der wir heute hier über Freiheit sprechen. Denn das hat natürlich einen Grund, einen politischen Hintergrund und einen pandemischen Vordergrund. Wenn wir die Kontakte nicht massiv reduzieren, da waren sich in dieser Woche in Deutschland alle Politiker, alle Regierenden, aller Parteien einig, können wir die vierte Welle der Pandemie nicht brechen. Auch in Frankreich scheint das so zu sein. Da war in dieser Woche der Tag, an dem die Inzidenzen so hoch waren wie an keinem anderen seit Beginn der Pandemie. Besonders dramatisch ist die Lage allerdings in Deutschland. Gigantische Infektionsraten, überfüllte Krankenhäuser, wären in München vergangene Woche nicht Patienten nach Hessen ausgeflogen worden, dann hätte es dort am Samstag erste Fälle der Triage gegeben, wie zu Beginn der Pandemie, zum Beispiel im Klinikum in Strasbourg. Auch Krebs-OPs müssen in Deutschland derzeit abgesagt werden. Der Spiegel hat Berichte von Patienten öffentlich gemacht, wie sich das anfühlt. Der Krebs in einem wächst, man möchte operiert werden, es geht aber nicht, weil... Und auch das ist diese Woche bemerkenswert. In Deutschland gibt es seit kurzem eine breite Mehrheit für die Impfpflicht. Das war vor ein paar Monaten noch ganz anders. Gleichzeitig berichten viele Krankenhausseelsorger, zum Beispiel der in Stuttgart, im Katharinenhospital, darüber, wie viel Aggression ihnen entgegenschlägt von ungeimpften Patienten, selbst dann, wenn sie schwer an Covid erkrankt auf einer Intensivstation behandelt werden. Andere Aggressive haben am Freitag, also vorgestern, vor dem Privathaus der Gesundheitsministerin des Bundeslandes Sachsen protestiert, mit Fackeln in der Hand für die Freiheit. Manche hat das an Bilder aus dem Faschismus erinnert. Und auch das gehört noch diese Woche zur Corona-Lage in Deutschland, passend zu unserem Thema Freiheit. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, die Einschränkung der Freiheitsrechte im föderalen Deutschland während des ersten Lockdowns war rechtmäßig, das bedeutet in einer Demokratie verhältnismäßig, also auch gerechtfertigt. Das Philosophiemagazin hat währenddessen eine ganz andere Frage gestellt, nämlich: Muss die Freiheit sterben, damit wir leben können? Und noch eine allerletzte Vorbemerkung: Angela Merkel, die gerade als Kanzlerin abgetreten ist in Deutschland, hat diese Woche gesagt in ihrer letzten Pressekonferenz, über die Impfpflicht müsste man nicht diskutieren, wenn mehr Menschen aus eigenem Impuls oder aus freiem Willen sich für die Schutzimpfung entschieden hätten. Das greift die Kulturszene diese Woche auch auf. Impfen schützt auch die Kultur, heißt die Initiative, eigentlich eine Kampagne großer Kultureinrichtungen in Deutschland. Die ist am Freitag in den sozialen Medien gestartet. Das ist in ganz groben Zügen so etwa der wochenaktuelle Hintergrund, vor dem wir heute hier im Nationaltheater in Mannheim auf der Bühne des Schauspielhauses über Freiheit in Zeiten von Corona sprechen. Das müssen wir hier auf dem Podium nicht alleine tun. Sie können gerne online Fragen stellen, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen am Gespräch mit unseren beiden Gästen. Das sind Michel Tereschenko, Professor für politische Philosophie in der Universität Reims, hat viele Bücher geschrieben, einige haben in Frankreich zu sehr vielen Diskussionen geführt, sind stark diskutiert worden, zum Beispiel Der dünne Putz Menschlichkeit, so heißt das Buch auf Deutsch, ist bei Matthes und Seitz erschienen. Herzlich willkommen, Michel Tereschenko. Lore Hühn ist Professorin für Philosophie in Freiburg. Ihr Spezialgebiet ist der deutsche Idealismus. Sie ist eine Expertin dafür und ich glaube, die Spezialistin für die Philosophie von Schelling. Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit ist dessen zentrales Werk und deshalb auch ein wichtiger Gegenstand in Ihrem Denken. Frau Hühn, herzlich willkommen auf diesem Podium. Ich habe zu Beginn eine ganz simple Frage an Sie beide, nämlich: Freiheit ist ja während dieser Pandemie ein riesiges Thema geworden. Im Wahlkampf zum Beispiel in Deutschland hat der Begriff eine sehr große Rolle gespielt, auch in privaten Gesprächen, das wird jeder von Ihnen und jede wahrscheinlich kennen, hat Freiheit immer wieder eine sehr große Rolle gespielt, wie man zurechtkommt mit Einschränkungen, ob man das befürwortet, welche Strategien man für sich persönlich findet, für die Familie, für Freunde etc. Manche, die Corona-Regeln nicht befolgen wollten, nannten sich auch Freiheitsinfizierte, ein starker Begriff, und ihren Widerstand, so nannten sie es, eine Freiheitsbewegung. Also der Begriff hat eine Riesenkarriere
gemacht während dieser Pandemie bisher. Und ich möchte Sie zu Beginn, Frau Höhn, ganz einfach fragen, wie erklären Sie sich, dass Freiheit durch Corona ein so zentrales Thema geworden ist? Ich denke, das ist naheliegend, wenn elementare Formen der Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Ich kann nicht mehr dahin gehen, wo ich eigentlich wollte. Das ist eine ganz elementare Form. Freiheit spielt natürlich auch eine ganz elementare Rolle, wenn ich daran gehindert werde, auch meinen Beruf auszuüben. Wenn ich zum Beispiel heute Morgen hier zum Nationaltheater gegangen bin und sehe, da ist ein Weihnachtsmarkt aufgebaut worden und zugleich sehe, dass er heute wieder abgebaut werden muss, dann weiß ich, dass die Freiheit, so wie ich sie da erlebe, eine ist, die mit elementaren Reglementierungen konfrontiert ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist für mich auch, bei all den Punkten, die Sie auch genannt haben, was Angela Merkel jetzt über Freiheit sagt, mit der freien Entscheidung. Die andere Seite ist, dass ich bei diesem Diskurs erschrocken bin über die Trivialisierung von dem, was Freiheit in unserer Tradition, in der europäischen Tradition eigentlich heißt. Freiheit war nie Regellosigkeit. Freiheit war nie Abwesenheit nur von Zwang. Das ist eine Dimension. Aber dass heute so das gar nicht mehr eine Rolle spielt, wenn etwa von Autonomie gesprochen wird, diskutiert wird, in all den Publikationen, die Sie auch genannt haben, dann sehe ich, da wird Autonomie so schon als auch sich selbst Gesetzgebung verstanden, aber immer nur individuell, nur auf den Einzelnen, also mit Willkür gleichgesetzt wird. Und das finde ich auf der anderen Seite sehr verheerend. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, über den wir noch viel sprechen werden auf diesem Podium, nämlich welche Freiheit eigentlich gemeint ist. Also über welche Freiheit spricht man? Über eine individuelle Freiheit, über eine kollektive Freiheit, über viele Aspekte. Sie haben schon ein paar genannt. Im Deutschen kann man das immer sehr schön kombinieren, indem man Substantive zusammensetzt, zum Beispiel Berufsfreiheit, Bewegungsfreiheit. Das sind einzelne Punkte, die werden wir sicherlich vertiefen. Und ich würde jetzt gerne Michel Terestschenko zu Beginn auch fragen wollen, wie das in Frankreich ist, wie Sie das wahrnehmen und wie Sie sich erklären, dass Freiheit ein so wichtiges Thema geworden ist durch Corona. Ganz einfach, weil die Grundfreiheiten stark eingeschränkt wurden. Die Politik hat im Namen der Gesundheit diese Grundrechte eingeschränkt, die Bewegungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und so weiter. Und auch durch den sogenannten Pass Sanitaire, den Gesundheitspass, war das so. Diese Fragen wurden vielfach diskutiert im Lichte der Verhältnismäßigkeit oder vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen, dieser eingeführten, von der Politik durchgesetzten Maßnahmen. Und ich würde sagen, es gibt viel zu diesem Thema zu sagen. Diese Frage der Verhältnismäßigkeit und der Effizienz und auch das Vorsorgeprinzip spielen hier eine Rolle. Das Vorsorgeprinzip beinhaltet ja, dass die Verhältnismäßigkeit und Effizienz der ergriffenen politischen Maßnahmen geprüft werden müssen. Terestschenko, diese Verhältnismäßigkeit, die Sie jetzt nennen, ist die denn für Sie eingehalten, so wie in Deutschland das Bundesverfassungsgericht das entschieden hat? Oder sehen Sie diese Verhältnismäßigkeit eher nicht, in Frankreich zum Beispiel? Die Frage ist nicht nur, ob ich diese Verhältnismäßigkeit sehe oder nicht. Die Frage ist, dass sie nicht diskutiert wird. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass das Gesetz, also diese Bundesnotbremse sozusagen nachträglich abgesegnet hat, sozusagen, hat gesagt, dass dieses Gesetz eben, also das Verfassungsgericht hat gesagt, das Gesetz war verfassungsgemäß, rechtmäßig.
was bemerkenswert ist. Und ich denke, die Juristen haben das auch unterstrichen in ihrer Entscheidung, in ihrer Debatte. Das ist, dass diese Gesetzgebung, und das ist ja viel diskutiert worden unter Juristen, diese Verhältnismäßigkeit nicht ausreichend diskutieren. Es werden nicht unbedingt die richtigen Fragen gestellt. Gibt es andere Möglichkeiten, andere Maßnahmen, die vielleicht ergriffen werden können, hätten ergriffen werden können? Einer der Punkte, der mir in dieser Angelegenheit wichtig erscheint, ist nicht zu wissen, ob wir einverstanden sind oder nicht. Denn wenn man so anfängt, dann fallen die Positionen völlig zusammen, dann ist kein Kompromiss möglich. Aber wenn man sich beispielsweise das Verhältnismäßigkeitsprinzip anschaut, dann muss man sich die Frage stellen, ist das ein Prinzip, das in der Rechtsprechung behandelt wird? Nein, oder quasi nicht. Und das ist ein Problem, denn man könnte von dieser Verhältnismäßigkeit sprechen, man könnte darüber diskutieren, über die Frage, ob das Ganze verhältnismäßig ist oder nicht. Es gibt Argumente dafür oder nicht, die kennt man nicht. Und darüber wurde eben gar nicht gesprochen. Also rechtmäßig, aber Verhältnismäßigkeit wurde darüber diskutiert. Also ich finde, man kann darüber sprechen. Es gibt Argumente für beide Seiten. Und ich finde, man sollte auch beide Seiten hören. Einfach damit anfangen zu klären, über welchen Begriff von Freiheit wir überhaupt sprechen. Weil das ist jetzt zum Beispiel ein Begriff von Freiheit, den man im Englischen Liberty nennt. Im Deutschen wie im Französischen gibt es ein Wort für Freiheit. Im Deutschen eben die Freiheit, im Französischen Liberté. Im Englischen gibt es zwei Worte dafür, Freedom und Liberty. Und dann wird es schon ganz schön tricky, auch im Englischen, weil wenn man sich anschaut, was ist Meinungsfreiheit zum Beispiel, das ist Freedom of Speech. Und was ist Versammlungsfreiheit, eines der fundamentalen Freiheitsrechte, auch in unserer Verfassung und auch in der französischen Verfassung, ist Freedom of Assembly. Also es geht um das individuelle Recht, sich mit anderen versammeln zu dürfen, um das individuelle Recht, die Meinungsfreiheit ergreifen zu können. Insgesamt heißen diese Freiheitsrechte aber auf Englisch Liberty Rights, weil es constitutional rights sind, weil sie garantiert werden von einer Verfassung, geschützt werden von einem Rechtssystem. Das ist der Rahmen Liberty, Freedom. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, klären, in welcher Weise spricht man in dieser Pandemie eigentlich über Freiheit. Man kann den Bogen groß machen und kann ganz fundamental anfangen und mit dem französischen Existenzialismus sagen, man ist sowieso zur Freiheit verdammt. Oder wie in Sartres Stück Huis Clos auf Deutsch geschlossene Gesellschaft, am Ende, nachdem sie sich gegenseitig die Hölle waren, diese Menschen, geht die Tür auf und keiner tritt hinaus. Die Freiheit überfordert sie. Man spricht dann von Frösten der Freiheit, zumindest in der deutschen Übersetzung. Was ich damit andeuten möchte, ist, dass man immer präzisieren muss und vielleicht auch anfügen muss mit anderen Begriffen, welche Freiheit man meint. Sie haben schon Selbstbestimmung genannt, Frau Höhn, Autonomie zum Beispiel. Man kann auch von Religionsfreiheit sprechen, auch eine der Freiheiten, von denen viele zu Beginn der Pandemie meinten, sie sei stark eingeschränkt worden, weil Gottesdienste nicht mehr stattfinden. Die Kunstfreiheit ist ein ganz wichtiger Begriff natürlich, die Wissenschaftsfreiheit. Man kann viele solche Beispiele nennen. Und jetzt haben Sie schon gesagt, Frau Höhn, oder angedeutet, dass für Sie der Freiheitsbegriff während Corona reduziert worden ist. Ja. Könnten Sie uns das nochmal erläutern, in welcher Weise Sie meinen, dass die Freiheit reduziert worden ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auf den Begriff von Autonomie, Selbstbestimmung, die quasi als Willkür ausgeübt wird? Wenn ich mir die Diskurse angucke, vor allem, was sind die Gegensatzpaare zu dem, was Autonomie heißt? Autonomie ist immer die sich selbst Gesetzgebung. Die entscheidende Frage ist nur, wer ist das Subjekt dieser Selbstgesetzgebung? Wenn ich nur höre, es ist das Individuum, dann ist das eine sehr triviale Übersetzung, die etwa in unserer europäischen Tradition keine Rolle gespielt hat. Ich erinnere daran, ein Kant sagt, die Autonomie ist die der praktischen Vernunft. Da haben jeder Einzelne, jedes Individuum teil. Aber es ist nicht identisch. Und was ich verheerend im Augenblick finde, ist, wenn Positionen des Individualismus und damit auch der Regellosigkeit daherkommen und sagen,
Wir sind Statthalter für diese Diskussion um das, was Autonomie heißt. Dann wird vergessen, dass in der Gründungsakte der europäischen Freiheitsdiskurse, in der Gründungsakte immer auch ein Moment der Gesetzgebung, des sich selbst Gesetzgebens, was weit über Willkür hinausgeht, fundamental war. Das spielt auf einmal keine Rolle mehr. Sie haben mich vorhin auch vorgestellt, dankenswerterweise. Ich bin da mit einem Autor, ich bin Präsidentin einer Schelling-Gesellschaft, der Internationalen, die hier auch bei uns im Schworbischen, also Leonberg, verankert ist. Im 18., wir sind hier bei Schiller, hier sind die Räuber uraufgeführt worden. Wir haben einen breiten Hintergrund an Diskursen über das, was Freiheit ist. Und im Augenblick, das macht mich gewissermaßen auch traurig, sind diese Debatten, die geführt wurden und die heute fundamental sind, auf einmal nicht mehr da. Ich bleibe mal bei Schelling. Lassen Sie mich vielleicht kurz noch, bevor wir dazu kommen, vorhin kurz nachfragen, weil Michael Tereschenko hat den Rahmen angesprochen, in dem ein solcher Freiheitsdiskurs stattfindet. Und Sie haben gesagt, der wird eigentlich verengt im Moment. Welchen Rahmen würden Sie sich denn wünschen oder welche Erweiterung dieses Diskurses über Freiheit? Also was fehlt Ihnen mit anderen Worten? Mir fehlt zum Beispiel ein ganz elementares Problem, mit dem wir auf Schritt und Tritt heute konfrontiert sind. Das ist die Natur. Ich nenne einfach mal ein Beispiel. Wir sind heute in der Pandemie damit konfrontiert, dass Krankheiten, die über Massentierhaltung wahrscheinlich, über den Kontakt auch mit Fledermäusen, über all die Dinge, über die heute auch diskutiert wird im Bereich der Biologie, dass alle diese Diskurse keine Rolle mehr spielen, die aber in der Zeit, um die wir hier auch handeln, ganz elementar waren. Wenn ich heute sehe, in Dänemark finden Sie keinen einzigen Nerz mehr. Also diese kleine Marderart, glaube ich, ist das. Die wurden ausgerottet, weil man weiß, es gibt Mutationen, die können dann auch für den Menschen gefährlich werden. Und da wurde in einem ganz großen Stil, so mal im Nebensatz irgendwo erwähnt, dass man diese Tiere vergast hat. Es gab einen Disput zwischen Holland und Dänemark, wer als Erster dabei war. Man hat Angst. Und bei diesen Diskussion sehe ich einfach. Die hat man getötet, weil man befürchtet hat, dass eine Krankheit von den Tieren auf den Menschen übergeht. Ganz genau. Eine Zoonose. Aber ja. Wie meinen Sie, müsste man jetzt die Natur in den Freiheitsdiskurs einfügen? Freiheit, wie gesagt, auch wenn wir über politische Formen der Freiheit reden, ist die zumeist zentriert auf solche Formen wie Versammlungsfreiheit, Freiheit der Meinung. Das ist immer rein anthropozentrisch von Menschen, unser Diskurs. Und er spielt auch natürlich eine ganz zentrale Rolle. Wenn ich nur sage, wir vergessen da eine Dimension und die wird uns heute richtig vor Augen geführt, massiv vor Augen geführt ist, dass traditionellerweise bei uns Freiheit auch immer bedeutet hat, dass die Natur nicht das andere von uns ist, sondern etwas ist, was der ermöglichende Grund auch unserer Selbstverhältnisse mit ausmacht. Und diese anthropologische Dimension, es ist nicht gleich eine politische, die Umsetzung, die Funktionsfähigkeit ist noch ein anderes Thema. Aber diese Dimension unserer Endlichkeit, die Dimension auch, dass die Tiere dazugehören, dass die Umwelt dazugehören, die ja jetzt auch zurückschlägt, die sollte man nicht vergessen. Und das finde ich schon sehr wichtig. Nun haben wir es ja mit einer Natur im Moment zu tun, einer sehr kleinen Natur, unsichtbar für das menschliche Auge, die uns aber ja bedroht. Ja. Also die uns ja regelrecht lebensbedrohlich nahe kommt und ja auch die Freiheit, ja, ist das dann korrekt zu sagen, raubt, einschränkt in dem Zusammenhang? Oder müssen wir ein neues Verhältnis finden zu dieser Natur, um größere Freiheitsräume zu finden? Da glaube ich, gibt es einen Unterschied zwischen dem deutschen Diskurs und dem französischen, auf den ich gleich eingehen möchte. Aber was ist Ihre Antwort, Frau Höhn? Meine Antwort ist, nicht zu abstrahieren von dem, was Massentierhaltung etwa bei den Nerzen bedeutet. Für mich ist eine weitere Antwort keine Abstraktion von unserem Verhältnis auch zu Tieren, die gerade noch nicht kultiviert sind. Bleiben wir bei den Fledermäusen, wenn die Wissenschaftler recht haben, dass darüber ein wichtiger Schritt war der Vermittlung. Das sind Dimensionen, die sollte man auch jetzt, die ja einfach da sind. Diese sollte man in die Frage, was ist Freiheit, mit einbeziehen. Da haben wir was falsch gemacht. An unserem Umgang mit der Natur, da haben wir was falsch gemacht. Dass man Massentierhaltung hinnimmt, da macht man was falsch.
dass auf einmal wir mit konfrontiert werden, da sind Krankheiten, die kommen jetzt nicht von der Natur an sich, die wird es wahrscheinlich gar nicht geben, aber da sind wir mit einer Dimension konfrontiert, die uns jetzt auf etwas zurückwirft, nämlich dass wir in gewisser Weise anthropologisch Menschen sind und dann ist es relativ egal, ob ich Franzose bin, ob ich Deutsche bin, ob ich Afrikaner bin, wir sind auf einmal alle als Mensch in unserer Conditio Humana, als natürliche Wesen bedroht. Okay, dann gehen wir dem mal vielleicht nach, diesem Verhältnis zur Natur und welchen Freiheitsspielraum uns wir da eröffnen. Weil seit der Aufklärung ist ja auf jeden Fall im französischen Diskurs seit Voltaire völlig klar, dass die Freiheit daher kommt, dass wir Herrschaft über die Natur ausüben. Der französische Präsident hat ja fast wortgleich zitiert, was Voltaire gesagt hat nach dem Erdbeben von Lissabon 1755. Wir müssen der Natur den Krieg erklären. Tun wir das nicht, werden wir immer wieder diesen Verhältnissen ausgesetzt. Und die Freiheit, die menschliche Freiheit, auf der dann jede spätere soziale Freiheit und so weiter gründet, hat eben auch diese Dimension der Herrschaft über die Natur. Herr Tereschenko, wie sehen Sie das aus einer französischen Perspektive? Ça c'est tout à fait. Ja, interessant, dass Sie das erwähnt haben, dieses Erdbeben in Lissabon und das Beispiel. Und ich habe dann genau darüber kürzlich nachgedacht. In der Substanz ist ja der Text von Voltaire eine metaphorische Infragestellung der Weltordnung und auch des Prinzips, nach dem alles gut geht, alles in Ordnung ist, alles normal ist. Es ist sozusagen ein vehementer Protest gegen diesen Gedanken, dass alles gut ist. Und ganz plötzlich folgt Voltaire Pascal und folgt seinem Gedanken. Und das ist überraschend eigentlich. Und was auch überraschend ist, ist die Antwort von Rousseau in dem Brief von Rousseau als Antwort an Voltaire. Er sagt, Achtung, ihr stellt die metaphorische Ordnung in Frage, ihr stellt die Natur in Frage. Und das Erdbeben hat ja so viele Tote gebracht, das ist menschliche Verantwortung, das liegt an menschlicher Verantwortung. Gebt die Schuld nicht Gott oder der Natur. Oder auch nicht der Weltordnung, die man in Frage stellen könnte, sondern gibt die Schuld der menschlichen Freiheit und der menschlichen Verantwortung. Es ist nicht die Natur, die verantwortlich ist dafür. Und nun zu dem, was gerade Frau Professor Hühn sagte. Ich würde gerne noch an eine Sache erinnern. Der Chefredakteur in The Lancet, einer sehr renommierten Zeitschrift, hat im September 2020 etwas geschrieben, was ich interessant fand zu Covid-19. Er sagte, Covid-19 ist keine Pandemie. Er sagte, es ist eine Sandemie, also sozusagen eine Krankheit, die durch soziale Ungleichheit und die ökologische Krise ausgelöst wurde, wenn man das in größerem Sinne begreift. Und das, was Sie gerade gesagt haben, erscheint auch in einem Buch eines französischen Philosophen, eines Kollegen zum Thema der Pandemie. Hier wird daran erinnert, dass es eine neue Zoonosis, also in der Tat eine neue Krankheit, die von Tieren kommt und neu auf den Menschen übergegangen ist. Und er sagt also, die Artenvielfalt wird deutlich eingeschränkt durch den Menschen und durch den Einfluss des Menschen auf die Natur. Das heißt, es gibt eine Art Virus, das sich jetzt sozusagen wie die Pest verbreitet. Und das liegt an der menschlichen Verantwortung und der Verantwortung des Menschen auch für Natur und Umwelt. Es gibt einen Notzustand auf der Welt. Es gibt auch einen ökologischen Notstand in der Welt. Und da hat man nicht die Mittel in die Hand genommen. Man hat Milliarden, Millionen in die Hand genommen. Und der französische Präsident sprach ja auch von dem, koste es, was es wolle, um aus der Corona-Pandemie herauszukommen. Und was hat man getan im Kampf gegen die Umweltzerstörung? Hat man da Milliarden in die Hand genommen? Die Folge dieses Artikels von Tuthofen ist also, wenn wir das wirtschaftliche und soziale und politische Modell nicht ändern, wenn wir das Virus weiter als biologisches Ereignis betrachten, das Coronavirus, dann blockieren wir etwas. Wenn wir das wirklich nur so
als solches sehen, dann wird es immer weiter Gesundheitsmaßnahmen geben in Ewigkeit sozusagen. Wie sieht es aus mit dem Klimawandel? Vielleicht wird es neue Viren geben, vielleicht neue Bakterien. Und nur mit restriktiven Maßnahmen werden wir diese ganzen Probleme in der Zukunft nicht lösen können. Die Gesundheitskrise und das Coronavirus sind natürlich eine Pandemie. Und die Politik ergreift dann Maßnahmen, die restriktiv sind und versucht, die Verbreitung zu verhindern. Und das begrenzt das Problem. Es gibt ganz, ganz viele weitere Aspekte. Wenn man sich nur auf diesen Aspekt, die Begrenzung der Rechte, konzentriert, welche Maßnahmen man umsetzt, um die Freiheiten der Menschen zu verringern, wenn man die Menschen zwingt, zum Beispiel sich zu impfen, dann ist das sozusagen eine sehr, sehr begrenzte Sichtweise, die man in Frage stellen kann. Es ist kein systemischer Ansatz. Oui, j'aimerais joindre ma voix à ce que vous venez de dire. Je suis tout à fait d'accord. Pensons à l'exemple de Madagascar. Nous sommes confrontés au changement climatique. Nous avons beaucoup d'îles qui n'existeront plus à l'avenir. Et les problèmes sont éloignés. Nous avons ignoré ces problèmes et nous avons appris à ignorer ces problèmes. Can we just wait a second, because I can't have the translation. And this is a very, it's a very important. Yeah. Kann ich weitermachen? Ist die Übersetzung jetzt? Ich glaube, es dauert ganz kurz. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Wir haben ein kleines technisches Problem. Kurz. Hallo? Wie wir das, es scheint sich tatsächlich um einen Schalter zu handeln, der eventuell einen Wackelkontakt hat. Jetzt möglich ist, genau, also umgekehrt funktioniert der Kanal. Dann frage ich mal bei Ihnen weiter, Entschuldigung, Frau Höhn, zwei Stichworte möchte ich gerne aufgreifen. C'est bon. Ça va? Wenn ich spreche? J'ai pas entendu, est-ce que ja, mais vous entendez moi? Oui, oui, okay. Okay. Dann greife ich zwei Stichworte mal heraus, die Sie genannt haben, Herr Tereschenko, und zwar die Verantwortung, die Sie am Anfang Ihres Statements stark gemacht haben, die Verantwortung gegenüber der Natur, verbunden mit der Frage, wer übt sie aus, wie wird sie organisiert? Dazu haben wir auch eine Frage in dem Chat gekriegt, die ich gleich aufgreifen möchte. Und die zweite Frage ist natürlich, wie das Thema der Einschränkung nicht nur in der jetzigen Covid-Krise, sondern vielleicht auch in der Klimakrise zusammenkommen. Das wäre so der Link, den ich herstellen würde bei dem, was Sie gesagt haben. Ich würde gerne mal das erste Thema aufgreifen, nämlich die Frage der Responsabilität, der Verantwortung. Im Check steht dazu die Frage, weil es führt ja direkt auf den Begriff der Eigenverantwortung. Also wie viel Eigenverantwortung hat jeder Einzelne, jedes Individuum, nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Ganze, die Gesellschaft, die Gruppe etc. Wer entscheidet also, in welcher Weise man sich auch selbst schützt und andere schützt? Das gibt die Frage aus dem Chat wieder, nämlich was ist mit der Freiheit, selber entscheiden zu dürfen, wie man die Gesellschaft schützt? Und dann kommt das Beispiel 3G versus Impfpflicht. Und jetzt weiß ich nicht, wie würden Sie die Frage beantworten, Herr Tereschenko? Wie ist das mit der Eigenverantwortung in der Pandemie, vielleicht auch verbunden mit der Frage, wie sie sich entwickelt hat? Nach meinem Eindruck ist das Vertrauen in die Eigenverantwortung, das in den 3 Jahrzehnten, wo er aufgebaut wurde, man sollte für alles viel Eigenverantwortung übernehmen, für die Altersvorsorge zum Beispiel, für ganz vieles andere. Dieses Vertrauen in dieses Prinzip der Eigenverantwortung ist während der Pandemie stark zurückgegangen. Und auch das zielt, auch darauf zielt ja die Frage auch letztendlich, ja, wie das zu erklären ist. Das würde ich gerne jetzt hiermit verbinden, in der Hoffnung, dass es auch technisch jetzt wieder geht. Oui, j'entends, oui. Also zunächst möchte ich gerne sagen, ich bin nicht sicher, ob das wirklich die beste Art ist, das Problem anzugehen.
Man diskriminiert ja sozusagen dann die französische Bevölkerung und macht gar keinen Unterschied in der Bevölkerung in Frankreich. Die, die sozusagen die guten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind, die die Gesundheitsmaßnahmen annehmen und umsetzen und die schlechten, die das nicht tun. Herr Professor Niklas hat mir vorhin etwas ganz Erstaunliches gesagt, nämlich von der liberalen Partei, von der FDP, hat Herr Zimmermann gesagt gerade, dass die Nicht-Geimpften als sozusagen Terroristen für die Bevölkerung angesehen werden sollten. Ich glaube, das ist ein ganz schlechter Start und eine ganz schlechte Art, das Problem so zu sehen, ein katastrophaler Ansatz, wenn man so beginnt, einen Teil der Bevölkerung zu stigmatisieren. Diejenigen, die die Maßnahmen nicht umsetzen möchten. Die Impfung und andere gesundheitliche Maßnahmen. Das ist ja wirklich eine Stigmatisierung. Man kann es als solche bezeichnen zwischen den guten und den schlechten StaatsbürgerInnen. Diese Krise sollte die Möglichkeit sein, soziale Verbindungen wieder aufleben zu machen. Nicht individualistisch vorzugehen. Natürlich geht es um individuelle Rechte in einer liberalen Tradition, in einer ganz klassischen Konzeption der Freiheit sieht es so aus. Natürlich erhöhen Krisen, wie wir sie im Moment erleben, die Macht des Staates, und zwar auf erhebliche Art und Weise. Und in der Folge dessen werden die individuellen Freiheiten eingeschränkt. Das heißt, in der klassischen Art und Weise der Philosophie, beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts, ist das natürlich ein Problem, denn diese freiheitliche Einstellung, dieses Konzept wird in Frage gestellt. Die Souveränität des Staates wird erhöht und der liberale Ansatz möchte ja dieses einschränken. Das Prinzip Eigenverantwortung oder gegen das Prinzip Eigenverantwortung, wenn ich die Frage aus dem Chat aufgreife, hoffentlich auf die richtige Weise damit. Sur la question de l'âge. Nun zur Frage der Eigenverantwortung. Da kann man ja nicht sagen, es gibt Bürger, die verantwortlich sind, verantwortungsbewusst, die Maßnahmen befolgen und die unverantwortlich sind, die nicht Maßnahmen befolgen, die zu individualistisch sind und die sozusagen losgelöst werden von Verantwortung. Das kann man vielleicht so nicht sagen und nicht so einen deutlichen Unterschied machen. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Die Politik in Frankreich, die setzt ja auch die Maßnahmen dieses wissenschaftlichen Beirates um. Man könnte das in Frage stellen, was die Experten da empfehlen, aber das ist eine andere Sache. Die Frage, die sich stellt, ist ja folgende. Die Akzeptanz, die soziale Akzeptanz der Maßnahmen der Regierung oder der Politik. Das heißt, der Wille in der Bevölkerung, das zu befolgen, dem zu folgen, was die Politik sagt. Ich glaube, die Frage sollte nicht sein, sind die BürgerInnen bereit, das zu akzeptieren? Folgen sie den Befehlen, wenn man es mal so ausdrücken möchte, der Politik? Darum geht es nicht, sondern man sollte die soziale Akzeptanz nicht nur messen, sondern in einer solchen Situation, einer Krisensituation, nationale Krise, aber auch gleichzeitig globale Krise, ist eine öffentliche Debatte führen. Das ist das, was wir tun müssen. Und das hat gefehlt. Was uns gefehlt hat, ist eine öffentliche, allgemeine Debatte, damit man eben die Argumente der einen Seite anhören kann, die Argumente der anderen Seite und damit es auch eine Kontrolle gibt. Das ist ja ein demokratischer Staat. Und da merkt man, dass diese Kontrollarbeit unzureichend durchgeführt wurde, auch durch das Parlament. Der Präsident Macron hat ja eine unabhängige Instanz ins Leben gerufen, die das kontrollieren sollte, aber das war nicht das Parlament, sondern eine Kommission. Schauen wir uns mal diese unabhängige Kommission an. Da gab es Anhörungen und man weiß nicht, wer da genau angehört wurde. In einer demokratischen Gesellschaft gibt es ein grundlegendes Prinzip, nämlich das der Öffentlichkeit. Es muss so sein, dass die Entscheidungen öffentlich sind und auch die Gründe, aufgrund derer die Entscheidung getroffen wurde, öffentlich sind. Da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Es gibt in Frankreich ein ganz grundlegendes Problem. Ich weiß nicht, ob es hier ähnlich ist. Viele BürgerInnen nehmen die Entscheidung als solche wahr, die vom Staatschef getroffen werden,
aus mehr oder minder klaren Gründen, mehr oder minder wissenschaftlichen Grundlagen. Und alle Instanzen, alle gesundheitlichen Behörden und so weiter werden dabei außer Acht gelassen. Es gibt diesen Expertenausschuss, den wissenschaftlichen Rat, Conseil de Défense Sanitaire, die vom Staat eingesetzt werden. Das wird sozusagen geheim gemacht. Aber in einer demokratischen Gesellschaft ist das Prinzip der Öffentlichkeit grundlegend. Diese Maßnahmen sollten öffentlich und auch die Gründe sollten öffentlich den Bürgerinnen erklärt werden, damit eben nicht die Staatsmacht zu stark ansteigt, sondern je mehr der Staat Macht hat, desto mehr sollte es auch Kontrolle und Öffentlichkeitsarbeit geben. Und da geht es nicht nur um die Verantwortung der Bürger und um die Eigenverantwortung, gute Bürger, schlechte Bürger, die nicht so verantwortungsvoll handeln, die eher für ihre individuelle Freiheit einstehen und nicht möchten, dass der Staat totalitär dominant handelt. Da kommen wir nie raus, wenn wir das so sehen. Es ist ein gemeinsames Problem auf nationaler Ebene, ein gemeinsames Problem auf globaler Ebene. Und da geht es auch um Fragen der globalen Gerechtigkeit, Zugang zu Gesundheitsrechten, Zugang zu Impfstoffen. Und das sind grundlegende Fragen, die aber nicht in der Debatte auftauchen. Ich glaube, man sollte sich nicht nur um die Frage der Eigenverantwortung kümmern, gute, folgsame Bürger und Bürgerinnen, jene, die mitmachen und nicht mitmachen. Und diese Zustimmung der Bürger ist ja ein sehr problematischer Begriff geworden in letzter Zeit. Nein, das sollten wir nicht tun. Und das sagt auch Barbas in diesem Artikel, über den ich schon gesprochen habe. Was wir tun sollten, ist eine öffentliche Debatte führen. Es sollte das Prinzip der Öffentlichkeit einfach respektiert werden. Die Wissenschaft sollte gehört werden. Wissenschaft heißt ja nicht, dass die Wissenschaft die Weisheit sozusagen mit Löffeln gefressen hat, dass sie nicht fehlbar ist. Es gibt auch Zweifel in der Wissenschaft und auch darauf muss eingegangen werden. Auch Zweifel gehören zur Wissenschaft. Das gehört zum wissenschaftlichen Denken, dass man sich irrt und auf dem falschen Weg ist. Und das ist alles notwendig. Vielleicht verbunden mit der Frage, die, glaube ich, anschließt aus dem Chat, wie uns die Philosophie helfen könnte, aus dieser Situation zu kommen. Ich werde sofort antworten, aber auch nochmal direkt dazu. Zustimmung. Man kann bei der Eigenverantwortung nicht einfach sagen, die Eigenverantwortung wird von den einen positiv erfüllt, bei den anderen nicht. Das ist ein völlig falscher Ansatz. Ich möchte, vielleicht ist es auch ein Vergleich, und es ist anders in Deutschland. Eine Debatte der Wissenschaft und dass die Wissenschaft da eine hohe Autorität hat, das, ich denke, ist das in Deutschland vollzogen worden. Da gab es mal ein paar Hypothesen, aber es ist die Autorität der Wissenschaft des Robert-Koch-Institutes, von dem, was da auch bei Virologen gesagt worden ist, auch sehr unterschiedlicher Art. Ich glaube, an dieser Autorität hat ernsthaft niemand gezweifelt. In Deutschland hat es sich anders dargestellt. Nämlich, es war nicht die Frage des starken Staates. Wäre ja mal schön gewesen, wenn er hier mal Stärke bewiesen hätte. Der Staat hat nicht funktioniert. Da wurden immer Dinge behauptet, zum Beispiel jetzt bei der vierten Welle in Deutschland. Wir haben das im Griff. Wir haben die und die Maßnahmen ergriffen. Es ist leider nicht der Fall. Wir sind sozusagen bei der Umsetzung dessen, wofür der Staat verantwortlich ist. Da ist der Staat weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das ist ein Problem. Es wurden in Deutschland etwa auch soziale Leistungen versprochen, etwa für das ganze Wesen bei Restaurants etwa. Diese Leistungen, die versprochen wurden, sind einfach nicht angekommen. Und deshalb ist auch das, was Sie sagen über die Akzeptanz, auch über die soziale Akzeptanz, denke ich, bei uns eher ein Problem, dass der Staat in weiten Teilen nicht das, was man erwartet hat, vollzogen hat. Das, denke ich, ist das Problem. Ich würde auch sagen, diese klassischen Debatten, die wir ja auch aus der Philosophie, aus der Politologie her kennen, über Ausnahmezustand, Macht hat der, der im Ausnahmezustand entscheidet, das sind Debatten des 19. Jahrhunderts, die sind sehr, sehr wichtig, die sind im Faschismus wichtig gewesen. Aber heute habe ich irgendwie das Gefühl, dass das in Deutschland jedenfalls, was Staat bedeutet, das muss man sich nochmal genauer anschauen und was die Akzeptanz angeht. Wir sehen es hier einfach damit, wir haben Behörden, die ihre Arbeit nicht machen. Dass heute in den Schulen passiert, dass da Kinder sich auch anstecken, wo man es weiß, und Dinge da nicht durchgezogen werden,
da hätte ich mir nicht Stärke, aber eine gewisse Kompetenz und auch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit gewünscht. Dass wir heute in Altenheimen wieder die Probleme haben wie vor einem Jahr, das ist ein Skandal, ein einziger Skandal. Den Diskurs, den Herr Tereschenko genannt hat, der hat aber doch stattgefunden eigentlich in Deutschland. Der hat stattgefunden. Ja, also das kann ich nicht. Jetzt haben wir eine Opposition, die ist jetzt in der Regierung. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Parlament zu tun, aber dass man das sehr kritisch sieht, was etwa Herr Spahn in seinem Gesundheitswesen vollzogen hat, diese Diskussion ist präsent. Also dann haben wir eine Situation in Frankreich, wo Herr Tereschenko sagt, der Diskurs hat nicht stattgefunden, großes Manko. Eine Politik, ein starker Staat, eine starke Regierung, sagen wir es lieber so, hat sozusagen durchregiert, das wäre das deutsche Wort dafür, das vor 20 Jahren hier mal von einem früheren Kanzler gerne benutzt wurde. Es wird durchregiert und fertig. Die deutsche Situation stellt sich eigentlich ganz umgekehrt dar, oft wie Sie es schildern. Ja, es gab genau das, was Sie vermissen in Frankreich, eine breite Diskussion. Es gab auch unterschiedliche Ansichten bei Virologen, aber dann wurde offenbar nicht regiert. Das ist so ein kleiner Abschluss dieses Punktes für mich und ganz interessant festzustellen. Es bleibt aber ja die Frage, wie wird Verantwortung organisiert? Und das geht es natürlich dabei eigentlich. Also wie macht man es dann als Bürgerprozess, als politischen Prozess? Wie kommen die zusammen? Das ist die Frage, die sich für mich daraus stellt. Nun, in Frankreich haben viele Bürger, Bürgerinnen der Politik oder auch dem Diskurs Vorwürfe gemacht, nämlich die Bürger zu bevormunden und nicht ernst zu nehmen. Man hat von infantiliser gesprochen, also wie Kinder behandeln. Das war der entscheidende Vorwurf gegen die staatlichen Maßnahmen. Natürlich hatte der Staat mehr Macht. Und natürlich kann man da den Unterschied sehen zwischen einem starken und einem schwachen Staat. Das ist vielleicht eine andere Frage. Die BürgerInnen haben sich nicht ernst genommen gefühlt oder ein Teil der BürgerInnen. Sie haben sich wie Kinder behandelt gefühlt. Und da ist die Frage dann nicht mehr, ist die Maßnahme gut oder schlecht? Darum geht es dann gar nicht mehr, sondern die Frage ist dann, ob die Methode und die Behandlung der Bürger und BürgerInnen die richtige war. Wie behandelt man sie in einer erwachsenen Demokratie? Vielleicht ist es in Deutschland anders. Vielleicht hat man hier eher die Politik der Debatte, der Diskussion, des Austausches, die Ethik der Kommunikation. Vielleicht ist das auch ein Erbe, das man in Deutschland noch lebt. Das gibt es in Frankreich weniger tatsächlich. Wir haben da eine Tradition der Republik mit einer starken staatlichen Macht, das auch die zu größten Teil in den Händen des französischen Staatspräsidenten liegt. Und dann gibt es natürlich die Regierungsparteien und die Kontrolle und so weiter. Wenn Sie wollen, dann muss man die erwachsene Demokratie leben lassen und mit Leben erfüllen. Das ist nicht nur die Frage, ob man den Maßnahmen folgt, ob man folgt, sondern es geht darum, ob die BürgerInnen auch die Gründe verstehen. Und dann reicht es nicht zu sagen, impfen Sie sich, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann seid ihr ein Egoist und so weiter. Und das ist auch in Frankreich der Fall. Schauen Sie sich mal an, welches die Parteien sind in Frankreich, die das sagen. Die individuellen Freiheiten in Frankreich verteidigen, das sind die ganz rechten Parteien der extrem Rechten in Frankreich, die sagen, sie verteidigen die individuellen Rechte, Freiheitsrechte. Die Parteien, die sich das auf die Fahnen schreiben, sind in Frankreich die Parteien der extremen Rechten und alle anderen Parteien folgen oder sind einverstanden, ohne Diskussion, eben dem Staatspräsidenten. Und diese öffentliche Diskussion muss stattfinden. Man bildet sozusagen die Bürger und Bürgerinnen und bildet hier auch ein Bewusstsein eines erwachsenen, mündigen Staatsbürgers. Man schafft eine Gemeinschaft, einen sozialen Bezug zwischen den Bürgern. Das ist ja eigentlich die Frage, wie kommt man dann dahin? Ne? Also wenn Sie sagen, es ist eine infantilisierte Demokratie, Bürgerinnen und Bürger werden eigentlich offenbar wie Kinder behandelt. Also Sie wollen eine erwachsene Demokratie. Also worin besteht die und wie kommt man dahin? Zunächst einmal muss man sagen, das ist ja das Ziel,
das man versuchen sollte zu erreichen. Also erstmal muss man sich klar machen, dass es ein Ziel ist und die einzelnen Modalitäten, die Argumentation, einmal die wissenschaftliche und dann die rationale Sicht, das ist wichtig. Es gibt ja viele Argumente, auch Verschwörungstheorien, irrationale Argumente. Und das alles gehört zu diesem Diskussionsraum. Und ich möchte noch etwas anderes sagen. Die Situation, in der wir uns jetzt befinden, dieser Notstand, das ist ja nicht erst mit der Pandemie aufgetaucht. Mein Gefühl ist, oder auch meine Analyse ist, dass die Lage, in der wir uns jetzt befinden, schon länger in die Vergangenheit zurückreicht. Jetzt befinden wir uns in einem Gesundheitsnotstand natürlich. Und das hat zu gesetzgeberischen Maßnahmen geführt, politischen Maßnahmen, die die Freiheiten und Rechte einschränken. Aber wann hat das angefangen? In Wirklichkeit hat das schon nach dem 11. September 2001 begonnen. Der 11. September 2001 hat eine ganz neue Ära eingeläutet in den demokratischen Ländern mit einer Beschränkung der Freiheitsrechte. Das war zuerst nach dem 11. September in den USA der Fall und dann in Frankreich nach den Anschlägen aus dem Jahr 2015. Wir befinden uns also in einer Epoche, einer neuen Epoche seit dem 11. September. Und das kann man schon vergleichen auch mit der Vergangenheit. Man kann Guantanamo ansprechen, man kann die Folter ansprechen. Und das habe ich ja auch versucht zu analysieren, wie die Demokratien das versucht haben zu rechtfertigen. Aber man kann da wirklich von einem neuen Zeitalter sprechen, seit dem 11. September. Einem Zeitalter der Notstände im Namen einer Notwendigkeit. Notstände im rechtlichen Bereich, das ist ja immer problematisch. Also es führt zu Einschränkungen der Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Einschränkungen für die Bürgerinnen. Und die Bürger müssen sich entscheiden zwischen Sicherheit oder Freiheit. Und das tun sie auch. Meistens entscheiden sie sich für die Freiheit eher als für die Freiheiten. Einfügen. Geht das jetzt? Ich würde einen Aspekt einfügen. Sie haben natürlich auch recht, bei all den Einschränkungen, die nach dem 9/11 waren, ist der Staat aufgetreten in dem Sinne, dass er sich verantwortlich fühlt für etwas und andere Staaten sind ihm gefolgt. Bleiben wir nun mal bei Afghanistan. Das ist eine politische Ebene. Ich denke, wir haben, wir sind ja Philosophen auch, nicht nur Politologen und Staatsbürger, die sich so die Gedanken über das eine oder andere machen. Philosophisch passiert doch im Augenblick auch für uns Folgendes. Es gibt Probleme im Nahhorizont und es gibt Probleme im Fernhorizont. Bleiben wir nochmal bei der Umwelt, bleiben wir nochmal bei den Problemen, die wir haben. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, in der Klimapolitik, und die ist nun wirklich, das ist ein Notstand, was wir hier im Augenblick global erleben, wird kaum Geld ausgegeben. Jetzt auf einmal wird für Covid-19 werden alle auch finanziellen Ressourcen mobilisiert, die überhaupt zu mobilisieren ist. Und die Frage, die man sich zu stellen hat, was ist da passiert? Wenn mein Lebenspartner stirbt an Covid-19, ist das im Nahhorizont. Wenn in Madagaskar ganze Inseln untergehen, dann ist das fern weg. Wir können sehr gut verdrängen. Denn 9/11, das war so etwas, wo in New York unmittelbar die Amerikaner mit was konfrontiert waren, mit einer Politik, die von ihnen initiiert war, im Nahen Osten. Das war unmittelbar, da konnte kein Mensch mehr abstrahieren. Jetzt bei Covid kann kein Mensch mehr abstrahieren. In Deutschland sind über 100.000 Leute elendig umgekommen. Das ist im Nahen. Und ich denke, wir haben heute auch, ich komme noch mal auf meine Natur und meinen Tierschutz und diese Probleme, etwa der Corona gibt es nicht nur jetzt zwischen Tier und Mensch, wo offensichtlich was übergesprungen ist, sondern der ist in unserem Tierreich weit verbreitet. In Deutschland haben wir zum Beispiel bei Katzen ganz einfach den Coronavirus im Bereich, was wir Katzen-Aids abkürzend nennen, der ist da, nur der ist halt nicht so, der ist nicht gefährlich, weil er nicht auf den Menschen überspringt. Wir haben auch da Erfahrung, etwa mit der Tollwut, die wir im Großen und Ganzen im Griff haben, aber das ist auch etwas, wo etwas von Tieren auf Menschen übersprungen wurde. Diese Probleme gehören heute mit dazu. Und ich sage noch einmal,
Wir müssen über Verdrängungsleistungen, über Verdrängungen, die wir vollziehen, darüber müssen wir diskutieren, weil Sie haben völlig recht, Covid-19 ist kein singuläres, es ist kein Notstand per se, sondern wir sind mit sowas konfrontiert, dass die Menschheit als solche bedroht wird. Nur wir reagieren, sind halt als Europäer in einer stärkeren Position, wenn wir unmittelbar damit konfrontiert sind und mit dem, was wir angerichtet haben, auch über Kolonialismus, über Naturbeherrschung, über Klimakatastrophen, die wir maßgeblich mit zu verantworten haben, da können wir relativ leicht drüber hinweggehen. Und nochmal auch zu Ihrem Stichwort der Eigenverantwortung. Es gibt ein Beispiel auch in dem Diskurs heute über das Anthropozän, da sind wir ja auch mit konfrontiert. Wenn ich morgens in mein Auto steige und zur Arbeit fahre, dann drehe ich den Zündschlüssel rum. Ist ein bekanntes Beispiel. Ich will da nicht das Klima zerstören, sondern ich will nur zu meiner Arbeit. Mehr will ich nicht. Das heißt, was meine Eigenverantwortlichkeit angeht, bin ich in einem Handlungsraum, in einem Raum, der sehr, sehr stark begrenzt ist, wo ich, um überleben zu müssen, mich bestimmten Bedingungen auch unterwerfen muss. Und deshalb glaube ich, dass nochmal auch im Freiheitsdiskurs, in dem wir uns ja hier auch bewegen, das ist auch unsere philosophische Frage heute, darüber im Klaren sein müssen. Und wir sollten uns ruhig auch an die Ursprünge erinnern, dieser Freiheit, auf die wir beziehen. Es ist nicht nur die politische Freiheit. Sollten wir uns daran erinnern, dass Freiheit per se etwas mit Verantwortung zu tun hat, per se etwas damit zu tun hat, dass das Ganze mit im Blick zu nehmen ist. Es ist kein Mensch im 18. Jahrhundert wäre für ernst genommen worden, wenn das, was wir heute hier erhören, Freiheit ist Willkür, anything goes. Freiheit ist nur meine Rechte, ich kann tun und lassen, was ich will, wenn man eine solche Position gehabt hätte. Das ist kein Thema. Und wir sollten uns auch an diese Ursprünge erinnern. Wir sind hier im reinen Raum, wir haben vorhin über Schiller gesprochen. Die Räuber von Schiller haben hier ihren Ausgang genommen. Ich zitiere mal Schiller, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Der hat so etwas wie eine Dialektik der Aufklärung, der Urvater ist Rousseau. Der hat so etwas wie die Dialektik der Aufklärung in ganz großem Stil in seinen Diskurs über die Briefe über die ästhetische Erziehung benannt. Ich zitiere, wer die Natur auf ihrem rechtmäßigen Gebiete unterdrückt, wird ihre Tyrannei auf einem anderen Gebiete umso mehr erfahren. Also Dialektik der Aufklärung. Ich will Natur beherrschen und erfahre am Ende, dass da was auf mich zurückkommt und ich beherrscht wäre. Das ist eine Grundfigur unseres Diskurses. In Frankreich viel, viel stärker noch mit auch Rousseau verankert. Diese Debatten, die geführt werden, das macht mich auch so ein bisschen traurig, spielen auf einmal keine Rolle mehr. Aber sie scheinen ja jetzt wieder stärker in den Blick gerückt zu werden, auch wie Sie es gerade skizzieren. Also kommt über den Umweg der Zoonose die Natur sozusagen in einen anderen Blickwinkel. Man beginnt anders über sie nachzudenken. Man beginnt Verantwortung auch im Zusammenhang mit Freiheit anders zu denken, wenn man plötzlich nicht mehr nur Natur-Mensch oder Mensch-Mensch denkt, also die soziale Dimension der Freiheit nicht alleine denkt, sondern im Zusammenspiel mit der Verantwortung gegenüber der Natur. Und wenn ich Ihnen beiden jetzt so zuhöre, in welchen großen Kontext Sie das auch einordnen, stellt sich für mich, ausgehend von Ihrer Beobachtung der Einschränkung der Freiheitsrechte auch, oder Sie haben es auch ganz zu Beginn gesagt, Frau Höhn, so ist eigentlich dieser ganze Freiheitsdiskurs während Corona gekommen, ausgehend von Restriktionen, die man erfährt, frage ich mich, ob es gerade im Zusammenspiel mit der Klimakrise und dem neuen Naturverhältnis aber nicht eine Freiheit zum Verzicht sozusagen braucht oder eine Freiheit der Reduktion braucht, eine freie Entscheidung, die Natur nicht so zu verbrauchen, zum Beispiel, also eine ja, wenn man so will, eigenverantwortliche Entscheidung, das zurückzunehmen. Ist das etwas, was den Freiheitsdiskurs auch nochmal völlig verändern könnte? Ja, ich antworte direkt, weil ich habe es auch immer in meinem Beruf, mit meiner Arbeit, mit dieser Dimension zu tun, also Freiheit, also ein Verzicht, der nicht nimmt, sondern gibt. Das Grundthema der Gelassenheit. Also, dass man eben auch lassen kann. Ein Verzicht, eine Freiheit. Ich bin nicht so infam. Irgendjemand, der nicht heute seinen Weihnachtsmarkt aufbauen darf, der
kein Geld verdient hat, schon seit jetzt 2 Jahren, dem zu sagen, genieß mal deinen Verzicht. Das ist einfach infam, darüber brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ist, ne? Aber es gibt einfach, auch zum Stichwort der Eigenverantwortlichkeit, eine Überlegung, muss ich jetzt zum 5. Mal in Urlaub fahren, sofern ich die Möglichkeiten dafür habe, muss ich das? Ist Freiheit wirklich nur das Ausreizen von Handlungsmöglichkeiten, die da sind? Oder aber sind die Kriterien der Maßstab, nachdem ich etwas beurteile, auch solche, die Konsequenzen für mich haben? Wir diskutieren im Augenblick überall über die Idee des guten Lebens. Also die klassische Form ist Freiheit und die Idee des guten Lebens irgendwie kompatibel? Ist das eine Begründung, das eine für das andere? Und diese Überlegungen sollten meines Erachtens auch wieder eine Rolle spielen im Blick auch darauf, dass wenn man einfach so etwas wie in den Mund nimmt, wie Freiheit, dann sollte man sich Überlegungen machen, was meine ich eigentlich damit? Und dass Freiheit auch immer jetzt nicht nur die Französische Revolution sozusagen eine politische Dimension hat, sondern eben auch einen weiteren Horizont im Blick auf Verantwortlichkeit für das Ganze. Das ist einfach eine Herausforderung, die wir angesichts von Technologien, die wir angesichts von globalen Herausforderungen einfach nicht mehr umgehen können. Also es wäre dann eine freiwillige Entscheidung zur Selbstbeschränkung und nicht eine fremdbestimmte Entscheidung zur Einschränkung. Das sind ganz klare, das sind zwei, man darf das nicht verwechseln. Wenn mir jemand verbietet, wohin zu gehen von außen, hat das mit dieser Form von Freiheit gar nichts zu tun, das ist Zwang. Mhm. Und man kann sich dann überlegen, ob der Zwang, bleiben wir beim Beispiel, ich fahre auf eine Ampel und ich muss bei Rot stehen bleiben. Da ist meine Bewegungsfreiheit in diesem globalen Sinne natürlich eingegrenzt. Kein Mensch würde da sagen, dass da meine Freiheit im ernsthaften Sinne gefährdet wäre. Das ist ein harmloses Beispiel. Es gibt aber, und es gibt viel, die meisten Formen sind da auch einfach zwanghaft, über die brauchen wir auch nicht reden. Aber bei den wirklich entscheidenden Dingen, wie kann ich selber einen Beitrag dafür leisten, dass es so etwas wie eine Zukunftssicherung gibt? Elementare Fragen. Hat die nächste Generation eine Zukunft? Da sind solche Autoren auch in unserer Tradition, in der europäischen Tradition wichtig, wie Hans Jonas. Handle so, dass die Maxime deines Handelns die Permanenz echten menschlichen Lebens nicht gefährdet. Das sind ganz elementare Voraussetzungen, die eine politische, aber auch eine philosophische Dimension haben. Und bezeichnenderweise spielen da eben auch Begriffe wie Natur und Leben, so problematisch die in der globalen, holistischen Form auch sind, schon eine ganz zentrale Rolle. Das ist das Prinzip Verantwortung bei Hans Jonas, das an Ernst Bloch anschließt, in dessen Namen wir ja auch hier sprechen für das Ernst-Bloch-Zentrum. Es ist eine Philosophie des noch nicht, die eine Ethik des noch nicht. Ja. Ist bei Hans Jonas und die bei ihm eindeutig zu einer Ethik der Reduktion oder des Verzichts führt, aus Verantwortung für eine weitere Generation oder einen größeren Zusammenhang als unseren jetzigen hier auf jeden Fall. Damit sind wir ja eigentlich, Herr Tereschenko, bei dem Thema der kollektiven Freiheit einerseits und andererseits aber auch bei der Diskussion über die Grenzen der Freiheit. Ich glaube, im Französischen sagt man la phrase fameuse de Kant. Dieser Satz, von dem man gar nicht genau weiß, ob er ihn jemals so in dieser Einfachheit gesagt hat, nämlich die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt oder die Grenzen des Anderen. Rosa Luxemburg ist ja auch mal zugeschrieben worden. Also die Grenzen der Freiheit des Anderen, wie man sie verantwortlich wahrnehmen kann, wenn man nicht fremdbestimmt werden möchte. Vorhin war die Frage, was kann die Philosophie dazu beitragen? Die greife ich jetzt nochmal auf. Erstens bin ich ganz einverstanden, dass man nicht Freiheit denken kann, ohne die Frage der Verantwortung auch zu berücksichtigen. Denn Verantwortung steckt ja im Herzen drin der Freiheit. Die Verteidigung der Freiheitsrechte ordnet sich in einen historischen Kontext ein. Das muss man auch berücksichtigen. Ich denke hier an das Ancien Regime unter anderem. Also der Kontext ist heute aber natürlich ein anderer. Man muss den Kontext, in dem man sich befindet, immer berücksichtigen. Wir befinden uns derzeit in einem historischen Kontext, der
von den Attentaten des 11. September maßgeblich beeinflusst worden. Das habe ich bereits gesagt. Der Kampf gegen den Terrorismus, die Gewährleistung der Sicherheit. Heute geht es um das Coronavirus. Und morgen wird es darum gehen, wie wir uns angesichts der Klimakrise aufstellen. Und es ist die Fähigkeit der Demokratie, diese Situation anzunehmen, sie zu lösen und dabei gleichzeitig diese grundlegenden Prinzipien, grundlegenden Freiheiten zu respektieren. Diese müssen immer aufrechterhalten werden. Als die Pandemie begann, welches Modell wurde als das effizienteste anerkannt? Wo hat man sich dieses Modell gesucht? In Asien. China war eigentlich das Land, das als politisches Vorbild gab, denn in China war es am besten gelungen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Diese Vorgehensweise hat auf einmal eine Anziehungskraft, würde ich sagen. Dieses chinesische Modell wurde interessant. Die Einschränkung der Freiheitsrechte basiert auf einem einfach politischen Ansatz. Wie können die Demokratien ihren Grundprinzipien treu bleiben angesichts dieser Notlage, dieses Notstands, Kampf gegen den Terror, Gesundheitskrise, Klimakrise und so weiter? Es gibt ja nicht nur demokratische Regime, und das ist ja auch schon Thema bei Jonas. Da ging es ja auch um diese Frage. Wir sind ja irgendwo jetzt in einem Regime, das Zwangsmaßnahmen verabschiedet hat. Ja? Und das verschlimmert sich, wenn man sich den Krieg gegen den Terror anschaut und die Gesundheitskrise, die Corona-Krise, dann gibt es da schon eine Intensivierung, die man feststellen kann. Und dann denken wir noch an die Klimakrise. Also, was kann man tun? Wir haben über verantwortliche Demokratie gesprochen, über erwachsene Demokratie. Also man muss sich zunächst vorbereiten. Man muss sich einig sein in dieser Situation. Man muss nicht sagen, das sind unvorhersehbare Ereignisse. Ja, man hat das so dargestellt, als wäre das auf einmal da gewesen, diese Corona-Krise, als hätte man das nicht sehen können. Aber das war überhaupt nicht vorhersehbar. Und von der Klimakrise kann man das ja schon gar nicht sagen. Wie können wir uns demgegenüber aufstellen? Hier spielen selbstverständlich die Freiheitsrechte eine Rolle. Darüber muss man diskutieren. Und es ist ganz normal, dass es diese Debatte gibt. Ich denke, hier sind zwei Punkte wichtig. Es gibt strukturierende Prinzipien, die man nicht anrühren darf. Staaten, die foltern, verletzen ein grundlegendes Recht. Und das ist schlicht nicht hinnehmbar. Also diese strukturierenden Prinzipien gibt es. Schränkt man Freiheitsrechte ein? Das kann möglich sein in bestimmten Situationen. Das kann nur auf der Grundlage einer öffentlichen Debatte, einer gemeinsamen Einigkeit der Fall sein. In einer erwachsenen Demokratie. Und gleichzeitig muss das vorübergehend sein. Viele dieser Ausnahmeregelungen in Frankreich sind in das Recht, in das Gesetz übernommen worden und damit dauerhaft gemacht worden. Also Demokratien sind historischen Lagen ausgesetzt, die absolut neu sind. Und das ist eine Herausforderung und das wird uns bleiben, das wird nicht aufhören. Wenn wir es irgendwann schaffen, den IS zu bekämpfen, gut, wir haben vielleicht das Terrorismusproblem nicht grundlegend gelöst, aber jetzt stehen wir vor weiteren Herausforderungen. Also das wird sich nicht verändern, das wird bleiben und das ist ein systemisches Problem. Es ist ein Problem der sozialen Gerechtigkeit, nicht nur auf nationaler, sondern auf globaler Ebene. Denn es ist klar, dass wenn nicht alle Bevölkerung, insbesondere die arme Bevölkerung, keinen Zugang zur Impfung hat, dann kriegen wir das Problem mit der Pandemie nie in den Griff. Also Zugang zu Gesundheitsleistungen, Zugang zur Impfung, denn es gibt doch wahnsinnig viele Menschen weltweit, die gerne geimpft werden würden und die es noch nicht können, die noch keinen Zugang dazu haben. Also es ist kein nationales Problem, sondern ein globales Problem.
Es gibt Staaten, die keine Demokratien sind, sondern autoritäre Staaten, die handeln die Dinge anders. Aber unabhängig davon ist es ein Problem, das nicht mal ein vielleicht globales Problem ist, sondern ein Problem der Menschheit insgesamt. Das gilt auch für die Klimakrise. Auf dieser Ebene reden wir und deswegen muss man die soziale Gerechtigkeit ins Auge fassen. Man kann diese Gesundheitsfrage nicht lösen, indem man sagt, okay, wie verhindern wir jetzt die Verbreitung dieses Virus, das potenziell tödlich ist für einen Teil der Bevölkerung. Auf der Ebene kann man, nicht allein, auf dieser Ebene kann man das Thema diskutieren. Wenn man in diesem engen Rahmen diskutiert, dann geht man eigentlich am Thema vorbei, an der Problematik vorbei. Man muss die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit stellen und man muss unbedingt ökologische Fragen stellen. Das ist essentiell. Und Sie haben das ja angesprochen. Ich hatte in meinem Blog einen Artikel verfasst und der hatte den Titel Coronavirus und die wiedergewonnene Freiheit. Vorher waren die wirtschaftlichen Aspekte eigentlich immer ausschlaggebend. Vorher gab es gar kein Geld. Und dann kam die Corona-Krise und auf einmal war alles möglich, koste es, was es wolle, wie es Präsident Macron formuliert hat. Also es wurden enorme Summen freigesetzt, nicht für jeden und nicht überall, aber in den am weitesten entwickelten Ländern. Also hunderte Milliarden Dollar, die man braucht für die Anpassung an den Klimawandel, sind dann nicht da. Es ist ein Problem der gesamten Menschheit, auch wenn in unterschiedlichen Ecken der Welt die Probleme unterschiedlich gelöst werden. Aber das ist ein Thema, das betrifft die ganze Menschheit. Und wenn man das nicht auf dieser Ebene diskutiert, wenn wir das zu eng diskutieren, und wir diskutieren es einfach auf einer viel zu engen Ebene, Ausgangsbeschränkungen etc., die, die sie akzeptieren, die sie nicht akzeptieren. Also wenn wir das so machen, da irgendwo gefangen sind, auch im politischen Diskurs, weil letztlich, was tut denn der Staat angesichts der Klimakrise? Was machen die Staaten angesichts dieser Verantwortung? Ich sage meinen Studierenden, und das sage ich Ihnen übrigens seit 20 Jahren schon, unsere Kinder und unsere Enkel werden uns sagen, ihr habt es gewusst und ihr habt nichts getan. Das ist historisch. Das Coronavirus ist ein Symptom von etwas sehr viel Dringenderem, Grundlegenderem, das in die Verantwortung der Menschheit angesichts ihrer eigenen Zukunft, ihres eigenen Schicksals in Frage stellt. Und da geht es eben um das Prinzip Verantwortung. Am Anfang haben Sie gesagt, man muss den Diskurs öffnen. Mhm. Und jetzt ist klar, wohin man ihn öffnen muss. Also das ist eben nicht der kleine Diskurs ist sozusagen, den wir dann führen, ausgehend von meiner individuellen Freiheit zum Beispiel, welche Einschränkungen ich erlebe, wie das mit Impfpflicht oder mit 3G plus und etc. zusammenhängt, sondern man kommt eigentlich erst in ein seriöses, auch philosophisches Gespräch, wenn man diesen Gesamtrahmen sieht. So begreife ich das zumindest. Direkt dazu, und Frau Höhn. Der Preis, den wir zu zahlen haben dafür, dass man diese Probleme mit Erfolg offensichtlich verdrängt. Klimakrise in der dritten Welt. Der größte Teil der Menschheit hat keinen Zugang zum Impfstoff, rein statistisch gesehen. Alle diese Probleme, die wir da verdrängen, kommen jetzt unmittelbar in unserem Nahhorizont auf uns zu. Und da reagiert man. Der eine reagiert panisch, koste es, was es wolle. Der andere reagiert ängstlich, andere in Form auch von Widerstand. Ich lasse mir nicht alles vom Staat bieten. Das sind alles nur Reaktionsformen, wo ich denke, weil wir eine grundlegende Verständigung, das ist die Aufgabe der Philosophie, weil wir die grundlegende Verständigung über das, was unser Verhältnis zur Freiheit des Menschen bedeutet, einfach nicht mehr richtig stellen. Weil man diese Grundfragen, wie zum Beispiel unser Verhältnis auch zur Natur, einfach nicht mehr in den Diskurs über die Freiheit des Menschen einbezieht. Da kriegen wir die Quittung, da kriegen wir jetzt was serviert für eine Verdrängung, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Klar, ich würde Sie für alles unterstützen, wenn Sie Ihren Studenten sagen, ich sage es in anderer Form, ihr hättet es wissen können, wir, unsere Generation, wir hätten es wissen, wir hätten es verhindern können, haben es aber nicht getan. Und das ist schon eine Haltung, die ist
über die muss man halt da auch sprechen. Aber ich denke, gerade auch die Aufgabe der Philosophie, wenn wir uns hier über Freiheit unterhalten, ist, dass wir jenseits der reduzierten, auch trivialisierten Formen, die wir im öffentlichen Diskurs heute haben, Freiheit ist Willkür, kann machen, was ich will, dass wir diese grundsätzlichen Fragen eben auch stellen. Das ist dann auch, das ist unser Job. Das ist unser Job. Das ist ja ein Generationenthema. Ich glaube, Frau Jour hat es ganz zu Beginn in ihrer Einleitung auch erwähnt, dass das ja bei der Klimakrise ist es ganz offensichtlich, was Sie Ihren Studierenden sagen und Sie auch. Und die Vorwürfe, die eine ältere Generation natürlich zu Recht hört, wenn man daran denkt, wann der Bericht des Club of Rome veröffentlicht worden ist. 73, 74, also 69, 69 sogar schon. Also jedenfalls sehr, sehr lange her. Und jetzt sieht man doch etwas hier in der Covid-Krise aufscheinen, was ja vielleicht auf eine andere Art auch wieder ein Generationenkonflikt sein könnte. Also die Generation, die das vermasselt hat, den Planeten ausgebeutet hat etc., ist die Generation, die jetzt als erste geschützt wird, geimpft wird, für die man die ganzen Restriktionen in den Schulen etc. Natürlich praktiziert hat, auch aus Menschlichkeit, um sie zu schützen. Aber was kommt zurück? Wie wird die jüngere Generation jetzt gefördert? Das ist der Generationenkonflikt in vielleicht ein paar ganz großen, groben Strichen, der eventuell aufscheint. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, ob diese Covid-Krise diesen Generationenkonflikt noch mal bestärkt. Ich bin mir nicht sicher, ob das den Konflikt zwischen den Generationen intensiviert, aber ich bin sicher, dass wir in unserem Alter, in meinem ganzen Erwachsenenleben, wir dauernd gehört haben, dass die Klimakrise näher kommt, dass das Handlungsfenster schrumpft. Wir hatten alle Informationen, wir wussten das. Wir können nicht behaupten, dass wir es nicht wussten. Die jüngeren Generationen haben absolut das Recht, uns da kritisch zu betrachten, unser Unterlassen kritisch zu betrachten. Wir haben es unterlassen zu handeln in Kenntnis der Fakten. Was mich betrifft oder betroffen macht, ist, dass diese junge Generation uns nichts vorwirft, uns nicht tadelt. Gut, Greta Thunberg tut es, aber sie tut es zu Recht im Übrigen. Das, was mich wundert, das ist die Generation, die sich engagiert. Die stellt nicht nur Fragen, aber sie ist aktiv. Ich sehe das bei meinen Kindern. Ich sehe das bei den Jugendlichen insgesamt. Das ist ein bemerkenswerter Sinn für Verantwortung und für Engagement. Das tun sie aus Verantwortung für die Menschheit, für die Welt. Sie fühlen sich verantwortlich in sozialer Hinsicht. Sie engagieren sich in enormer Weise sozial. Sie verzichten auf lukrative Karrieren, um sich sozial zu engagieren. Und das ist wirklich bemerkenswert. Aber auch ökologisch. Sie engagieren sich für die Umwelt. Und das ist durch und durch bemerkenswert. Das ist ihre Lebensentscheidung, ihre freie Lebensentscheidung. Sie treffen diese Entscheidung ganz frei. Sie entscheiden sich, sich zu engagieren, um in gewisser Weise das, was wir kaputt gemacht haben, zu reparieren, weil sie sich verantwortlich fühlen. Sie sagen nicht, ihr seid verantwortlich und wir ertragen die Konsequenzen. Nein, sie nehmen diese Herausforderung an. Sie nehmen diese Verantwortung an, die wir ihnen überlassen haben, und das tun sie mit einem enormen Sinn für Engagement. Madame Hühn. Ich glaube, dass die Frage, die ja dann auch diskutiert wird, gibt es hier einen Generationskonflikt? Absolut d'accord. Die junge Generation müsste da auch noch deutlicher protestieren, dass die aber gesamtgesellschaftlich von den wahren Fragen ablenkt. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Es ist auch die Aufgabe des Staates, sich für Technologien zu engagieren, auch diese zu finanzieren, die für Nachhaltigkeit und auch für ökologische Verträglichkeit für die nächste Generation mit einstehen. Ich sage nicht, dass es diese Initiativen bei uns im Staat nicht gibt. Wir sind hier in der Region, ich rede jetzt mal von Freiburg. Wir haben da ein Exzellenzcluster an meiner Universität, Living Material Systems. Das ist eine Initiative, hochgefördert von Berlin,
also von der DFG, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und die haben ein Ziel. Das ist eine ganz, da sind auch wir Philosophen, Philosophinnen engagiert, und zwar schon als elementarer auch Bestandteil. Da haben wir so eine Art Plattform, wo wir mit Chemikern, mit Biologen, mit Materialwissenschaftlern zusammenarbeiten, auch im Blick auf Materialien, die für die Zukunft sind, also die weniger schädlich sind. Beispiel, wir alle wissen, wir haben einen Haufen von Plastik, der ist so groß wie Europa, der schwimmt in unseren Meeren. Da habe ich gelernt, man kann Plastik entwickeln, das mit Salzwasser in Berührung kommt und sich auflöst. Jeder normale Mensch fragt sich, warum habt ihr es denn nicht gemacht? Heute haben wir das Problem. Ich glaube, dass diese Fragen auch der Generation, das ist völlig unbestritten, wichtig, aber dass die zentralen Fragen auch über die Regierung, über die Maschinerie, auch die wir haben, von Deutscher Forschungsgemeinschaft, auf den Weg gebracht werden müssen, bis in die Technologien, bis in die Biologien und bis in die Einzelheiten der Wissenschaften hinein, Dinge zu forcieren, die für die Zukunft auch da sind. Und das ist eigentlich, ich denke, langfristig sehr, sehr wichtig, auch eine Technologie zu haben, nicht nur so eine harmlose Technologie-Folgenabschätzung, die wir so ab den 80er Jahren, seitdem wir wissen, wie gefährlich Atomkraftwerke sind, haben, sondern das muss in die Fundamente auch der Wissenschaft rein. Und da müssen wir Geisteswissenschaftler, auch Geisteswissenschaftlerinnen, an ganz zentraler Stelle mit engagiert werden. Dies ist nicht flächendeckend, was wir machen, aber früher waren wir Philosophen, Philosophinnen ja immer the high risk, wenn wir irgendwo dabei waren. Wir haben so unangenehme Fragen gestellt, die Hans Jonas stellt oder Günther Anders, ne? Die Zeiten sind vorbei. Heute, auch bei den Jüngeren wird schon da geguckt, naja, was macht ihr denn mit euren Batterien? Habt ihr denn wirklich Batterien, wo ihr nicht hier die ganze Umwelt gleich mit zerstört? Das sind wichtige Fragen und da müssen wir viel, viel mehr mit in den Diskurs hinein. Also ich habe gelernt bisher, wenn man über Freiheit spricht, in einer solchen Zeit der Krise oder in Zeiten von Corona, wie es im Titel dieses Podiums ist, spricht man über einen großen Rahmen von kollektiver Freiheit und wie man sie herstellt und ist aufgefordert, einen großen Diskurs zu führen. Und jetzt würde ich ganz zum Schluss noch eine Frage aus dem Chat damit verbinden, die nämlich ganz simpel lautet, haben wir Zeit für eine öffentliche Diskussion, wenn die Hütte brennt oder eben wenn ein Notstand besteht? Herr Tereschenko. Da muss man aber aufpassen, vor dem Argument mit dem Notstand, so als ob man jetzt sofort eine Entscheidung treffen müsste. Es gibt ja den ökologischen Notstand, den könnte man ausrufen, den ökologischen Notstand für die ganze Welt. Aber seit 20 oder 30 Jahren kennen wir die Lage, in der wir jetzt sind. Und dann kann man ja jetzt nicht sagen, oh, jetzt haben wir aber keine Zeit mehr, um die Maßnahmen zu ergreifen. Und die wissenschaftlichen Institutionen werden schon Maßnahmen ergreifen und wir müssen dann einfach nur folgen. Nein, wir müssen uns Zeit nehmen. Seit 20 Jahren nehmen wir uns Zeit. Und Zeit haben wir schon viel verloren. Es ist ganz klar, man muss sich Zeit dafür nehmen, für eine Diskussion, für eine Debatte. Das braucht einfach Zeit. Vielleicht nicht Jahre und Jahrzehnte, aber ein bisschen Zeit. Jede vernünftige Diskussion braucht ein bisschen Zeit. Ich sage nicht, dass es Monate oder Jahre sein müssen. Und natürlich haben wir viel Zeit verloren. Wir haben viel Zeit verloren. Aber wir müssen uns Zeit nehmen. All das muss zu einer Bewusstseinswerdung bei den Menschen führen, in der Öffentlichkeit. Und das brauchen wir und dafür brauchen wir Zeit. Aber es ist notwendig. Der Notstand führt natürlich zu einer Art Sofortigkeit. Da muss man sofort entscheiden, Masken tragen, Maske nicht tragen. Und dann stellt man sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit und nach der Begründetheit der Maßnahmen. Heute erleben wir, dass man öffentliche Veranstaltungen und Treffen untersagt. Aber dann gibt es Treffen mit 50.000 Sportfans, wo es keine Maßnahmen gibt. Da gibt es natürlich Inkohärenz und Sachen, die nicht zusammenpassen, aber man muss sich die Gründe anschauen. Das ist auch die philosophische Arbeit par excellence. Zunächst einmal sich die Gründe anschauen
und sich auszutauschen auch über die Gründe und über die Argumente. Das eine dem anderen gegenüberstellen und uns gegenseitig zuzuhören. Und zwar mit einem sympathischen Grundansatz. Ich höre dir jetzt zu, höre mir an, was du zu sagen hast. Und dann finden wir vielleicht eine Einigung, die vielleicht nicht auf simpler Zustimmung beruht, sondern wirklich eine Einigung im Wortsinne ist. Das braucht natürlich etwas Zeit. Und diese Zeit muss man sich einfach nehmen. Wenn man sich in dieser Sofortigkeit bewegt und sofort etwas tun möchte, dann landet man vielleicht auch bei willkürlichen Maßnahmen oder die werden willkürlich wahrgenommen. Dann stürzt man sich in etwas. Natürlich, wenn man solche Maßnahmen ergreift, ohne Erklärung, ohne Zeit, dann fühlen sich die Menschen nicht ernst genommen und übergangen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Funktionsweise der französischen Demokratie. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber bei uns ist es so, der Staatspräsident stellt sich in regelmäßigen Abständen vor seine Bürgerinnen und Bürger und macht eine Art, wie soll ich sagen, Erklärungsrede, Rechtfertigungsrede und er sagt dann, das und das mache ich, habe ich entschieden und das muss ich jetzt machen. Aber da fehlt etwas. Man braucht die Überlegung und man muss sich klar machen, dass die Bürgerinnen auch verstehen müssen, dass das das Ergebnis eines Prozesses ist von Argumenten und von Überlegungen und das muss öffentlich geführt werden und dann kann man sich verstehen. Es geht nicht nur darum, öffentlich die Maßnahmen anzukündigen im Fernsehen, sondern eben auch zu erklären, wie man dahin gekommen ist und eine Debatte führen. Das ist meine Meinung und das sage ich auch meinen Studenten und Studentinnen. Es ist sonst keine erwachsene Demokratie, keine reife Demokratie und insbesondere nicht in Krisenzeiten. Es ist unheimlich anstrengend natürlich und fordernd, die Bürger ernst zu nehmen und als Erwachsene anzusprechen. Da stimme ich zu. Aber das muss passieren. Ich habe es schon gesagt, das ist grundlegend. Herr Ian, ganz prosaisch würde ich immer antworten, wenn die Hütte brennt, brauche ich Wasser. Aber wenn die Hütte zum Flächenbrand wird, dass die nächste Hütte auch noch brennt. Und das ist ja irgendwie die Situation. Dann brauchen wir genau diesen Diskurs, der alle mit einbezieht. Ich meine, wenn wir jetzt bei Corona einen Großteil der Bevölkerung haben, der aus welchen Gründen sich nicht impfen lässt, dann merkt man, das ist der Spiegel. Wir sitzen alle in einem Boot. Da können wir gerade machen, was wir wollen. Und sozusagen, dass wir alle in einem Boot sitzen, das so eine banale Erkenntnis, dafür haben wir, glaube ich, im Augenblick einen ganz schön hohen Preis bezahlt. Das ist eigentlich ein ganz geeignetes Schlusswort, Frau Höhn, für diese Diskussion. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse und sage zu guter Letzt natürlich auch Dank an alle, die dieses Podium hier im Nationaltheater in Mannheim ermöglicht haben. Das ist als Veranstalter zuvorderst das Institut Français in Mannheim in Kooperation mit dem Ernst-Bloch-Zentrum der Stadt Ludwigshafen am Rhein, dem Goethe-Institut Mannheim, dem Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Langues et la Pensée der Universität von Reims, dem Verband Region Rhein-Neckar, Arte France und natürlich dem Nationaltheater in Mannheim, wo wir hier auf der Bühne sind, gefördert insgesamt durch den deutsch-französischen Bürgerfonds. Allen Partnern herzlichen Dank und insbesondere Ihnen beiden, Lore Hühn, Professorin für Philosophie an der Universität in Freiburg und Michel Tereschenko, Professor für Philosophie an der Universität in Reims. Mein Name ist Dietrich Brandt. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören und auch für die Fragen hier im Chat. Ich wünsche Ihnen und uns allen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Tschüss.